Willkommen zum dritten Teil von Europe on the Streets. Wir sind jetzt gerade im Westen Berlins und stehen am Breitscheidplatz. Hinter uns die Gedächtniskirche. Und wir wollen wieder einmal die Menschen zur Zukunft Europas befragen. Und diesmal ist Damian Böselager dabei. Er ist seit 2019 im Europäischen Parlament für Volt, für die Partei Volt. Und Damian, erzähl doch mal ganz kurz, warum ist es wichtig, auch mit Menschen über die Zukunft Europas zu sprechen? Für mich ist Europa die Basis für alle gute Politik, egal ob das jetzt Klimawandel, Migrationspolitik oder Digitalisierungspolitik ist. Mich würde natürlich interessieren, was denken denn die Bürgerinnen und Bürger dazu? Ja, und das machen wir jetzt mal und deswegen gehen wir mal los und schnappen uns ein paar Menschen. Gut. Habt ihr schon mal was von der Zukunftskonferenz gehört, die gerade jetzt stattfindet? Nein. Du? Okay. Hast du schon mal was von der Zukunftskonferenz gehört, die gerade stattfindet? Ja. Wie hast du davon erfahren? Von Freunden. Ich war da letztes Wochenende und da waren super viele Leute, die gesagt haben, sie wollen Wahlen ab 16 und auch, dass man eben selber schon Kandidat sein kann ab 16, was ich auch mega cool fände, weil dann halt auch einfach junge Leute mehr drin waren und nicht nur sehr alte. Also das wäre schon cool. Bin ich voll bei dir. Wenn ihr jetzt an ein Thema denkt, was sich verbessern müsste in der Zukunft, was wäre das denn? Ich glaube, bezüglich zum Beispiel, wir kommen nämlich aus dem medizinischen Wesen. Ich glaube, da gibt es noch, ich meine, Deutschland ist ja sehr gut und ich glaube an führender Stelle, hat ja auch den anderen Ländern viel abgenommen. Ich glaube, dass man da noch ein bisschen was erweitern kann. Auch, ich glaube, gerade so Fachärzte oder Fachkräftemangel, gerade in der Medizin ist ein großes Thema. Ich glaube, das könnte man auch deutlich vereinfachen, gerade wenn Leute aus dem Ausland kommen, dass sie da mehr Unterstützung und auch gerade Ärztemangel vielleicht, dass man das ein bisschen besser ausgleichen kann auf jeden Fall. Dass die EU näher zusammensteht, dass alle an einen Strang ziehen. Auch da muss auch Ungarn und alle anderen da eben auch mitmachen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie sich innerhalb der EU nicht ganz einig ist. Da geht es eben auch um viel, ums Geld, sage ich mal. Und das, denke ich mal, das ist wichtig, dass die EU da sich mehr Einigkeit hat. Welche drei Dinge euch als erstes einfallen, wenn ihr die EU hört? Der Euro, auch das Reisen, also dass man überall mit einem Personalausweis reisen kann. Zusammenschluss auf jeden Fall. Ja, Zusammenarbeit und auch vielleicht Zusammenhalt. Kann man sicher hier bleiben. Also Sicherheit ist ein Thema, was dir sofort einfällt. Ich bin auf Afghanistan. So, Afghanistan ist nicht sicher. Brexit. Okay, ist auch mal schon mal. Fällt dir noch was ein? Politik, so im Allgemeinen. Mhm. Europas Zukunft wird, Punkt. Gut, naja, ich denke, es hat sich schon viel getan in den letzten Jahren, besonders was der Zusammenhalt angeht. Klar, England ist ja jetzt raus, aber ist ja nur ein Land. Ich denke schon, dass sich da viel getan hat. Dass wir immer mehr versuchen, näher zusammenzurücken, auch die ganzen Ostblockstaaten irgendwie mit uns zusammenzubringen. Was ich aber glaube, wenn man noch einen Negativpunkt bringen kann, sind die Menschenrechte, insbesondere wenn es um Homosexualität geht. Wir haben in Polen studiert, wir haben es auch gesehen mit Abtreibungsrecht und alles. Negativ, besonders in Polen, Vorreiter davon und auch Ungarn, wie sie es jetzt vormachen mit Homosexualität ist natürlich. Aber ich hoffe, sie werden auch irgendwie offener und das wird sich auch da positiv, denke ich, entwickeln. Irgendwann werden sie auch da nachgeben müssen. Wir versuchen es auf jeden Fall, gerade in diesem Thema eben auch Menschenrechte und Rechte von allen so zu leben und zu lieben, wie sie es wollen. Das ist ein Riesenpunkt, dass wir da auch versuchen, Druck aufzubauen. Aber der Wandel muss halt schon auch aus den Ländern selber kommen und ich hoffe, dass wir dann irgendwie positiv darauf einwirken können, aber dass es halt auch die Leute selber irgendwie checken, das wäre, glaube ich, wichtig. Ja. Allgemein in allen Ländern mehr Digitalisierung und halt ein bisschen mehr fürs Klima machen und so. Und ich finde, man könnte ein paar mehr jüngere Leute ins Parlament so integrieren. Das muss sich unbedingt in 10 Jahren jetzt verbessern. Also Klima ist generell ein großes Thema, aber vielleicht auch einheitliche Gesetze, sage ich jetzt mal. Also dass in Ländern einheitliche, weiß nicht, Vorgaben gibt, was ja auch das Klima betrifft. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr viele Regeln haben, aber Deutschland als einziges Land kann es ja nicht schaffen, irgendwie die Welt zu retten, sage ich jetzt mal. Also da müssen viele Länder mitspielen und dass wir als EU da nochmal ein Zeichen setzen, wenn wir alle daran fest arbeiten und einheitliche Regeln haben, dann könnte sich das vielleicht allgemein verbessern. Was denkst du, was hast du so mitgenommen aus den Straßenumfragen?
Genau das, was wir eigentlich vorher besprochen hatten, dass die Leute eigentlich super viel checken, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir das Klima nur retten können, wenn wir zusammenarbeiten. Also es ist ganz viel positive Energie da, es freut mich sehr. Ja, fand ich auch sehr, sehr interessant, dass so dieser Zusammenhalt sehr fokussiert wurde. Und ja, deswegen machen wir diese Straßenumfragen, dass wir verschiedene Perspektiven auf die Zukunft Europas aufnehmen. Und bin sehr gespannt, was wir auch im vierten Abschnitt einfangen können. Und bedanke mich erstmal für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.